Hallo Leute, willkommen zurück. Crossout, es geht mal wieder weiter oder eine neue Folge und ich habe mal wieder mein Monstergeschütz rausgeholt und spiele hier einfach mal irgendwas. Für die Raids waren momentan das, was ich gesehen habe, nicht so interessant, zumindest nichts Neues. Von daher gucken wir mal hier. Irgendwie, achso, da hinten sind die alle. Ich gerade gefragt, sind wir zwei hier ganz alleine oder zwei Fliegende? Schon klar. Na, und irgendwer ist schon in unserer Basis. Wie geht denn das bitte? Fest. Boah! Paar Raketen und ich bin weg. Was ist denn das bitte? Der hat einmal geschossen und der hat alles weggeschossen? Aber alles? Ich würde mal sagen, haben die alle Raketen oder wie? Hat da irgendeiner was nicht Raketen waren? Ist ja krass. Ja, völlig krass. Der hat einmal geschossen und alle Sachen hier vorne waren weg. Ich weiß gar nicht, wo die Raketen sind. Diese hier hatte er, oder? Cricket. Da brauchen wir allerdings einiges anderes für. Unter anderem Drähte, unter anderem andere Sachen. Explosiver Speer, brauchen wir Wagenheber. Also wir brauchen jede Menge Zeugs dafür. Boah. Wie weit sind wir eigentlich in dieser Fraktion? Können wir das irgendwo sehen? Nee. Doch da. Boah, also das war, holla, ja. Drähte brauchen wir irgendwas. Nehmen wir mal Drähte. Das war so. Ich habe ja mit dem Geschütz einmal gefeuert auf ihn. Hab ihn voll getroffen. Ja. Und das hat ihn, also, dafür, dass das so ein lila, ist das ein lila? Ich glaube, das ist ein lila Ding. Dass das ein lila Ding ist, ich weiß nicht. Man müsste jetzt fast sich das dann nochmal angucken, aber gefühlt hat das überhaupt keinen Schaden gemacht. Überhaupt gar nicht. Ja? Kanone kann ich hier oben so setzen. Nee, der war nicht getroffen. Dann ist man da runter, genau. Thank you.
Ja, schön. Auch weg. Was hat der denn da drauf? Was mal das ist. Okay. Ja, gut. Also ich habe ein bisschen Schaden gemacht, aber irgendwie gefühlt. Worms. Der hat auch, glaube ich, nicht mehr wirklich was. Also der hat doch einen Turm, den er aber gerade nicht setzen kann. Ist aber auch egal. Weil der andere auch nichts mehr hat. Der ist, liegt auch, der ist auf dem Kopf. Man geht dem eigentlich rund rums. Wie viele Raketen hat der denn? Ja, ganz ernsthaft, wie viele Raketen kann der hinten dann feuern? Wieder Raketen. Ah, wir haben gewonnen. Unglaublich. Uiuiuiui. 150 Punkte. Ja, ist jetzt nicht so der, der Hit, aber vom Gefühl her macht dieses Ding keinen Schaden. Lager. Lager, Lager, Lager. So, weil ich die gerade aufgebaut habe. Das war ja hier. So, die Executioner. Schaden. Ich meine, da hat man irgendwie sechs Teile. Da macht also vom Gefühl her ja dieses Ding hier mehr Schaden. Was habe ich da drauf? Wie heißen die? Bauen? Die machen zwar an sich nur 5 Schaden, aber da hat man halt dann 2 drauf und das scheint also tatsächlich vom Schaden her deutlich mehr zu sein. Ja. Gefühlt. Zumindest. So. Und die scheinen länger durchzuhalten. Ich weiß es nicht. Also die Executioner ist irgendwie gefühlt jetzt, also das ist so mein Eindruck. Nicht das, wo ich denke, jopp, so soll es sein. Lila Kanone drauf und dann weg. Und dann Lila Kanone drauf und dann funktioniert die auch ordentlich. Okay, wir haben gewonnen. Immerhin. Ich habe wahrscheinlich 10 Punkte, ja. Weil, oh, was auch immer. Das ist also. Warum haben wir gewonnen? Okay, wir haben die Basis erobert, aber eigentlich, ja. Naja, schadensmäßig waren wir jetzt nicht so wirklich irgendwas. Ich glaube, ich habe auch, habe ich Drähte bekommen eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Also, ich weiß auch nicht, ich bin nicht wirklich up to date, wie die Waffen verändert wurden, aber irgendwie, also, überlegt, welche Map das ist. Ich weiß es wieder, also ich bin, der kann da rauffahren, ist ja krass. Aber irgendwie bin ich gerade nicht so, dass ich sage, ich bin zufrieden. Genau, unsere Basis wird erobert. Ist ja klar. Schon klar.
einmal getroffen und 4 Schaden gemacht? Ist doch wohl schlechter jetzt. Na. Ja, genau. Bin wie tot. Ich habe einen gekillt. Und habe noch eine Kanone. Genau. So. Ja, schon klar, schon klar. Schub. Ah, können. Bin ich hier zumindest nicht mehr alleine. Boah, getroffen, schön. Fliegen getroffen mit der Kanone. So, dann bin ich mal auseinander. Ja, Mist. So, der ist auch weg. Ja. Bums. Sieg. Na, hat doch funktioniert. Einigermaßen. Nachdem ich da am Anfang ein bisschen meine Probleme hatte, muss ich sagen, kam das am Ende ganz gut raus. Ich bin sogar der Beste hier mit deutlichem Abstand. Okay, das war interessant, aber ganz nett. Hat richtig gut funktioniert im Endeffekt. Muss ich sagen, kann ich mich nicht beschweren. Nächstes Spiel. Weiter geht's. Mal gucken, ob wir uns mal darauf hinarbeiten, auch Kanonen zu machen, auch Raketen zu machen. Die sind natürlich... Treffsicherheit ist so ein Thema. Ja, aber das ist es bei der Kanone auch. Bisschen merkwürdig finde, wenn du mit der Kanone dann nur so die Kanone so unglaublich wenig Schaden machst. Also manchmal hast du einen Treffer und hast da 500. Und manchmal machst du da so. Von dem Kopf. So. Und zumindest bin ich nicht mehr alleine. Ich versuche mal zu überleben. So lange wie möglich. Genau. Oh, bitteschön, ist euer. Gut, schön. Schön, 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 schön. Oh, brauche ordentliche Punktzahl und ein schönes Spiel. Ja, Statistik, alle Gegner ausgeschaltet. Und ich bin wieder Erster. Diesmal zwar nur ganz, ganz knapp, aber ja, hat gut gepasst. Hat gut funktioniert. Also irgendwie die zwei Kanonen, für mich gefühlt, funktionieren die deutlich besser als dieses eine Monster-Ding. Weiß ja nicht, was ihr dazu denkt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber die Executioner... Also vielleicht muss man die Execution dann noch mit was Zweitem zusammen machen oder ich weiß es nicht, aber alleine, also ist die so nicht wirklich hilfreich. Mein Gefühl zumindest.
So, hoppala. Hopsen wir hier mal durch die Gegend. Wie funktioniert denn das bitte? Na, der wird auseinandergenommen, das ist das Problem. Wenn ihr da nicht wegkommt. Rakete im Anflug? Boah. Was ist denn. Was, ich bin hier irgendwie im Fall. Ja, klar. Logisch. Ah, bewegt. Ja. Der bewegt sich hier gar nicht mehr. Pass auf, wir fahren jetzt hier einfach in den Kreis. Hä? Warum hat er das nicht getroffen? Jetzt. Warum hat denn der Schuss nicht getroffen? Der erste. Ja. Beweg mich auch nicht mehr. Also ich hoppel hier nur noch irgendwie durch die Gegend. Naja, zumindest ich denke, ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Aber das eine Mal, dieser eine Schuss, der hat mich getroffen. Zumindest hatte ich keinerlei Schadensanzeige. Ganz merkwürdig. Ah, vierter. Ist okay. Aber da das ist so. Hä? Warum? Direkt davor. Nichts im Weg und. Also, ich glaube, das Video muss ich mir nochmal ganz genau anschauen im Nachhinein. Und mal rausfinden. Was ist denn da los und warum und... Weil ist natürlich klar, also wenn du mit zwei Raketen schießt, also nicht zwei Raketen, zwei Kanonen und... Okay, wenn du nicht triffst, weil du gerade über einen Hügel fährst, das hast du auch des Öfteren, dass dann so ein ganz kleiner Huckel ist. Und dann machen deine Raketen so, plupp, ja. Und auf einmal, wump, ziehst du nach ganz woanders. Das gibt's, das kenne ich. Aber... Mitunter fragst du dich also auch ernsthaft, kannst du aufhören, einfach zu schießen hier? So? Mir ist schon klar, unsere Lieblings wird überfallen. Drehen. Und weg. So. Niederlage. Die haben unsere Basis erobert. Ja. Es ist völlig absurd. Also, das ist auch was, wo ich denke, nee, sorry Leute, aber die haben keinen zerstört. Wir haben 1, 2, 3, 4 von denen zerstört und verlieren. Ja, weil die im Endeffekt innerhalb von kürzester Zeit alle in unserer Basis stehen und da sagen, winke, winke. Ja, das ist, naja, es macht keinen Sinn. Also, das ist, spielerisch macht es überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber na gut, So, das ist eine Map, die ich ehrlich gesagt nicht mag. Damit ich meine argen Probleme habe. Einmal, hab ich ihn überhaupt mal getroffen? Nö.
der denn da drauf gehabt? Ja, diese fliegenden Teile, ey. Das ist so, dass du denkst, ey, das kann nicht wahr sein. Nicht getroffen. Ein Scheiß hier. Ist getroffen zumindest. Wir sind ja einmal von uns. Die anderen von uns. Meine waren ein bisschen überzahlmäßig. Der macht hier aus der Ferne. Ja, guter Schuss. Ja, nur das war nichts. Wo liegen hin? Hast du auch nichts mehr. Und schön. Der hängt hier fest und okay. Verlassen, ja.